So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge American Dog Simulator. Ich muss nur erstmal noch das Fenster öffnen. Ich hoffe mal, automäßig passt alles. Mikrofon ist auch auf 100%, okay. So, Record, ATS, let's go. Kopfhörerleuchte müsste passen. Nee, noch nicht. Jetzt so. Und noch ein bisschen lauter machen. Heller machen die Bildschirme. Damit man noch was sieht. Der linke Bildschirm ist jetzt sehr hell. Da ist so viel Weiß dabei. Genau, fortsetzen. Ein bisschen Brain AFK. Ich habe zwar ein spezielles Tastenkürzel dafür, beide Seiten Bildschirme dunkel zu machen. Das wäre dann das hier. Aber eben dann wäre auch der dunkel. Und dann flackert er wieder auf beim Video so extrem. Deswegen muss ich die leider auch mit hell machen. Und ja, da habe ich nur das, dass dann alle drei Bildschirme hell sind. Vielleicht, ja, das war halt das hier. Vielleicht sollte ich nochmal Tastenkürzel machen, extra für die OBS-Aufnahmen, wo nur die beiden Bildschirme hell sind. Und der, dunkel. Ja. So, wir haben 400k. Wir sind aber noch in der Mission. Genau. Wir haben noch ein paar hundert Meilen vor uns. Glaube. Und dann wollten wir mal. Ah, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan mehr. Was wir eigentlich. Was wir. Ah. Es ist so eine schöne Aussicht hier. Kann man schön die Autos beim Vorbeifahren sehen. Was für eine Mission haben wir gerade? Ach ja, wir waren ja hier unten irgendwie Riverton, ne? Und dann sind wir hier einmal nach da oben. Tja, hier gibt es halt noch haufenweise so Nebenstraßen, wo ich gerne mal langfahren würde. Aber da eine Mission zu finden, wo man genau diese dann aufdeckt, ist halt super schwierig. Was man vielleicht gucken könnte, ist, ob man irgendwie eine Mission hat, die dann von hier irgendwie nach hier so geht, wo man dann hier auf die Straße ausweichen kann. Muss ich mal gucken, ob man da irgendwas findet, aber da hatten wir bisher nicht so viel Glück gehabt. Egal, wir bringen jetzt mal, auf jeden Fall erstmal unsere aktuelle Mission zurecht. Zu Ende, das ist ein LKW. Drive safe. Und dann gucken wir mal weiter. So. Tanken, pennen, oh, pennen. 4 Stunden. Wir brauchen 7, wir haben 26. Könnten wir eigentlich machen. Tanken können wir hier eh nicht. So, mal hier schön wenden. Die Frage ist, wo kann ich hier pennen? Ich fahre mal direkt zum Bettsymbol. Auch nicht. Aber ich glaube, ich muss erstmal wieder raus hier. Noch nicht. Ach doch, jetzt. Yay. Nice. Und es ist wieder Dämmerung. Morgen. So, noch 500 Meilen. Und ich schätze mal, wir sollten bei der nächsten Tankstelle rein. Denn selbst bei normaler Fahrweise reicht unser Sprit nicht mehr aus. Laut unserer Anzeige für 300 Meilen, wir haben noch 400 Meilen. Außerdem ist es nie gut, auf den letzten Schluck zu fahren.
Wo geht's denn da eigentlich hin? Da ist offen. Warum ist hier offen? Neue Passage entdeckt. Aufliegerschein, er legt mir am Arsch. Ich hoffe, wir haben genug Zeit für. Naja. Wir haben 8 Stunden plus. Können wir schon ein bisschen rumfahren. Boah, Alter, hier ist auch eine schöne Aussicht. Ich frag mich echt, wo dieser Weg hinführt, sag mal. Er hat schon enge Kurven hier. Wofu, oha, das klingt nicht sehr gesund. Wofu Road und Road Closed sind keine Indikatoren für schöne Sachen. Boah, Alter, what the fuck? Aha, okay, sieht machbar aus. Warum mache ich das jetzt gerade? Kann man das mal irgendjemand erklären? Und ja, ich weiß, dass ich gerade ohne Musik fahre, aber ich will lieber hören, was mein LKW gerade macht. Soll ich mal schön ausschwenken? Ob das was bringt? Keine Ahnung. Aber ich nehme auch jede Ausschwenkstelle, die ich kriegen kann. Alter, wie eng wird, Alter! Die können wir doch vergessen. Was ist das denn für eine Strecke? Das erinnert mich ja gerade an diesen Skynet Truck Driving Simulator, wo du da diese Challenges hattest. Alter! Aber wir lassen uns mal überraschen. Das sieht auf jeden Fall hart nach den Skynet Truck Driving Simulator Missionen aus. Alter! Ich meine, vor ein paar Folgen hatte ich mir sowas gewünscht gehabt. ich weiß denn natürlich nicht, ob das erst seitdem drin ist. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte mal die Strecke schon länger drin. Ist ja eine der. Wir sind ja hier in einem der älteren DLCs. Wow. Endlich mal eine spannende Strecke. Alter, wie sich der LKW neigt. Holy shit. Da würde ich nicht reinfallen. Der Fluss sieht zwar schön aus, aber I don't know. Brücken gibt es ja auch noch. Sehr nice. Aber zum Glück sieht erstmal alles machbar aus hier. Ah, der sieht das schön aus. Guckt euch das Haus da an. Ah, ist das geil. Schon sehr geiler Fluss. Hier auch eine sehr schöne Brücke. Da kann man schon echt machen. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Vor allem die Brücke sieht sehr geil aus. Wow. Über so eine Brücke müssen wir mal rüberfahren, ne? Ah, eine alte Bergwerk-Dings da. Mine, genau. Mine. Sehr schön. Vor allem ja hier das Haus und so, ne? Das ist auch sehr schön gemacht. Nice. Gut, von der vorne sieht es ein bisschen zu sauber aus. Das Dach sieht schon besser aus, aber ansonsten sieht das Haus ein bisschen sehr sauber aus. Alter, ist das gut gemacht. Ist das cool. So, okay. Wir haben immer noch eine Mission, die wir abliefern müssen. Ich hoffe, wir zerschießen uns hier nicht komplett unseren Auflieger. Vor allem auch so viele Kurven hier. Oh, die Berliner Mauer. Und schon wieder Aussicht auf die Autobahn. Ist schon schön gemacht hier. Erinnert mich gerade so an so ein paar, also vor ein paar Folgen, wo wir da an die Bach entlang gefahren sind. Wobei das nochmal schöner war. Aber das ist auch schon sehr, sehr schick gemacht. Alter, wo geht der Weg überhaupt lang am Anderkolm? Hier geht's weiter. I'll find a new route.
Moment schon mal. Wir fahren über die Brücke. Oha. 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 Gut. Ich glaube mal, wir drehen lieber um. Ich hoffe mal, hier in der Mitte ist eine Alpha-Wand dazwischen, dass ich da nicht reinfallen kann. Vor allen Dingen hier auch bei dem Ding. Ach du Kacke. Digga, das haben sie doch locker aus Skyler Talk Dog Simulator geklaut. Gibt's mehr von solchen Strecken? Guck mal, hier drüben keine kleine Brücke. Oh, wie süß. Wobei gar kein Trampelpfad ist. Also sehr oft scheint diese Brücke hier nicht benutzt worden zu sein. Alter, guckt euch allein diese Szenerie an. So, Schnieke. Gut, also wir müssen möglichst gerade auf die Brücke rauffahren. So. Gucken, dass unser Rad schön aligned ist. Und einmal drüber. Das war doch gar nicht mal so schwer. Ich würde zwar gerne mal probieren, ob das Loch da in der Mitte wirklich ein Loch ist, wo man durchfahren kann, aber... Oh, schade. Leider ein bisschen eingestürzt, aber alleine, dass hier die Lore steht. Wie süß ist das denn? Alter. Oh Mann, ey. Okay, ich muss unbedingt mal merken, wo die Stelle ist. Die muss ich mal privat ein bisschen mehr unter die Augen nehmen, die Stelle hier. Thompson Falls. Okay, dann muss ich mir mal merken, die Stelle hier. Das werde ich mal privat sehr unter die Augen nehmen. Hat es ja noch schöner gemacht als die Stelle, die ich unten gefunden hatte. Nee, da oben, hier. Ne, hier ist ja diese Waldpassage, wo man hier lang fährt. Aber so vom Detailreichtum her ist das hier auf jeden Fall bis jetzt oder ist schon wesentlich weniger. Die Frage ist, wie viel kommt da noch? Holy shit. Weil irgendwo muss die Strecke auch enden. Hier wäre eine Ausfahrt. Na gut, bis hier hinten wahrscheinlich nicht. Das ist ja ein bisschen sehr weit. Hier ist auch viel zu weit. Aber ja, viel mehr Ausfahrten gibt es ja gar nicht. Oh ja, lass uns mal überraschen. Mal gucken, was da kommt. Ich hoffe nur, es kommen nicht noch mehr welche super engen Brücken. Alter, das wird diesen riesigen langen LKW mit dem scheiß langen Auflieger. Warum mache ich sowas schon wieder? Ich hätte direkt umkehren. Gut, nicht, dass ich hier hätte irgendwo wenden können. Aber obwohl doch am Anfang, da wo wir ein bisschen ausgeschert sind, da hätte man vielleicht noch wenden können. Alter. Vielleicht nicht so schnell fahren, Ronny? Fresse. Oh, nö. Ja, gut. Ich speichere mal sich das halber. Nee, da müssen wir weiter ausscheren. Das ist zu eng. Da müssen wir ein Stück zurücksetzen hier. Schöner Rückspiegel fahren. Leider wird sofort Staub aufgewirbelt. Man sieht gar nichts mehr, sobald man mehr als 3 km/h fährt. So. Schön nach außen. Und jetzt versuchen wir mal hier möglichst gerade rauf zu kommen. Weil ich weiß nicht, wie lange unser Auflieger... Weil die Sache ist, selbst wenn wir mit dem LKW gerade raufkommen, wenn wir gerade raufkommen und den Hänger aber immer noch hinter uns herziehen, dann kann es trotzdem sein, dass wenn wir zwar über die Bretter fahren, der Auflieger immer noch rechts dran vorbeifällt. Deswegen müssen wir den Auflieger möglichst gerade bekommen und dazu brauchen wir eine möglichst lange Anlaufstrecke. Also versuche ich jetzt möglichst weit außen zu fahren. Auch wenn ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Wow, alter Scheiß, die Wand. Alter, what the fuck?
Mein Rad schwebt. Was ist geschehen? Ich wollte doch nichts kaputt machen. Alter. Ja, aber sieht aus, sieht machbar aus. Digga, also im Echten, ja, im Echten würde ich da nie im Leben lang fahren. Weil wenn ich alleine sehe, was hier rumliegt, hätte ich viel zu viel Schiss, dass die Bretter die nächsten sind, die hier rumliegen, mit unserem LKW da unten. Es ist halt. Zum Glück kann sowas hier im Spiel hoffentlich nicht passieren. So, wollen wir wieder hier noch ein bisschen nach außen auf die Räder gucken hier. Ja, okay, das ist gut aligned. Dann machen wir das mal, Baby. Oh, hier hat man so eine Schattentextur in der Luft. Siehst du, wie die sich so leicht über die Steine bewegt? So, im Rückspiegel sieht alles gut aus, im rechten. Der Auflieger scheint gerade durchzukommen. Ah, siehst du? Und jetzt hier. So weit, wie ich außen gefahren bin. Halt. So weit, wie ich außen gefahren bin. Und der Auflieger ist immer noch gerade mal so auf den Brettern drauf. Deswegen, wenn ich die Kurve ganz normal genommen hätte, wäre der Auflieger entweder hier in die Mitte oder hier auch an die Steine gekommen. Eins von beiden. Deswegen, du musst mit so einem scheißlangen Auflieger schon ein bisschen ausschwenken. Oh Gott, Alter, ich habe Angst, dass das bloß der Anfang war bis jetzt. Alter, was kommt denn da noch? Ich meine, auf der einen Seite geil. Kommt wie gesagt, so richtig geiler Truck Driving Simulator Feeling auf. Aber auf der anderen Seite, warum mit meinem schicken LKW? Warum während einer Mission? Warum ist hier so eine geile Aussicht? Holy shit. Wow. Also mal Props für die Aussicht, ne? Okay. Ach ja, da war ja was. Wir haben ja auch wenig Tank. Das war so eine schlechte Idee, hier lang zu fahren. Muss ich jetzt hier... Nee, ja. Ah, nee, da ist ein Schild. Okay, also... Muss ich geradeaus weiter. Okay. Road closed. Aha. Ich hoffe echt, dass uns der Tank nicht ausgeht. Ah, wir kommen doch hier oben auf die obere Straße. Ah, okay, komm. Lol, Alter. Und wir haben hier gleich eine Tankstelle. Sehr gut. Das ist gut. Wenn wir da rauskommen. Keine Ahnung. Ich hoffe es jetzt einfach mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Denn der Tank sieht nicht glücklich aus. Alter. Ist das eine krasse Strecke. Allein die Aussicht... Hat sich ja mal direkt hart gelohnt. Ah, nee, es geht. Okay, mal gucken. Ich hoffe echt, wir schaffen es noch bis zur Tankstelle, aber... Ich meine, wir haben noch 200 Meilen. Laut der Anzeige. Sollte machbar sein. Thank you.
Thompson Falls. Oh nein, wir fahren an der Tankstelle vorbei. Nein! Tankstelle, da ist sie. Oh Mann. So viele schöne Brücken, ey. Alter. Also das ist definitiv mal eine neue Art von Strecke. Ey, also. So viele schöne Brücken. So schöne Strecken, ey. Ah, ich hoffe, wir finden davon noch mehr. Ich hoffe, es gibt davon noch mehr. Und wir finden es. So, wir fahren doch auf die Tankstelle drauf zu, okay. So, da sind die grünen Dinger. Sehr gut. Finding a new route. Please make a U-turn when possible. Das war mal eine Spritztour. Abstecher. Was auch immer. Und schon sind wir knapp $1,000 ärmer. Gut, bei $47,000 ist auch nicht die Welt, sag ich mal. Denn da wird noch eine Strecke lang. Wollen wir die nehmen? Warte mal kurz. Wir haben noch 9 Stunden vor uns. Wird eng. Ah, scheiße. Ah, es wird zeitlich ziemlich eng. Ja, jetzt müssen wir uns definitiv sputen. Unsere 8 Stunden Reserve, die wir hatten, nahezu komplett verpufft. Vorne wird es auch rausgehen. Wo geht es hier lang? Noch eine Tankstelle. Oder? Nee. Ah, nee. Ist ein Jobzentrum. Hier. Da, wo man arbeiten kann. Okay. Bloß eine kurze Strecke. Okay. So, dann müssen wir aber langsam sputen hier. Ah, na dann. Gut, für die paar Minuten. Egal. 4, 3, 2. In der Nacht 65. Wobei wir trotzdem dürfen, trotzdem. Achso, hier. Fuck, Speed 65, okay. Und hey, ich meine, wir haben außer ganz am Anfang keinen Aufliegerschaden bekommen, ne? Also. Lief doch alles echt gut. Auch wenn wir jetzt wirklich echt wenig Reserve nur noch haben, ne? Wir brauchen noch 9 Stunden. Wir müssen aber auch in 9 Stunden wieder pennen gehen. Und viel mehr als 9 Stunden für die Mission an sich haben wir auch nicht mehr. Also. Alles nicht so geil. Sag ich mal. Warte mal kurz.
Ja, wir fahren jetzt die gesamte Strecke hier nochmal. Er hätte mal gleich einfach die Strecke zurückfahren können. Ah ja, was soll's. Was soll's. Jetzt haben wir hier nochmal schon eine neue Strecke, die wir sehen. Go straight on. Get ready to turn right. Turn right. Can you take any tea? Gut, Adam. Soll das mit der Folge auch gewesen sein? War meine interessante Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Ja, bis dann.